Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Fußballfans. Willkommen im Stadion. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir Frank Buschmann und mir ist ganz weiß vor Augen. Tja, das hat ein bisschen was von Sibirien hier im Stadion heute. Frau Holle ist dabei. Also, es ist mächtig kalt und so zwischendurch sollten wir uns ein Teechen gönnen. Also ich habe schon mal mitten zwischen Fans gesessen, die mir Prügel angedroht haben. Das ist ja hier komplett anders. Ja, das ist ein Logenplatz hier, aber das macht richtig Spaß. Das macht Appetit auf das Spiel. Als Schiedsrichter fungiert heute Ludwig Walfridsson. Stadion ist klasse. Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Flanke fliegt in den 16er. Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Ich weiß gar nicht, den hat er nicht richtig gesehen, Buschi. Ja, also das ist natürlich auch schwierig auf diesem Boden mit dem Schnee drauf. Also das hat eine Rolle gespielt. Wunderbarer Treffer. Das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Eine Rangelei um den Ball. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Der Ball ist im Aus. Eckball. Kopfball. Mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Bei diesem Boden sowas zu riskieren. Schöne Aktion. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Etwas unter Druck setzen lassen. Den Ball deswegen jetzt ins Ausgespielt. Ja, das gibt einen Eckball. Sauber weggefaustet. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Sehr gute Flanke. Da stand er richtig gut, aber der Unparteiische entscheidet auf Handspiel. Und da sollte man es tunlichst vermeiden, einen Freistoß zu verursachen. Jetzt kann er flanken. Schöne Flanke. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Harter Zweikampf. Pass.
Sie die Flanke verwerten? Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Gefährliche Flanke. Gute Flanke. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und Achtung, genau hingeschaut. Tolle Flanke. Nicht abprallen lassen, nicht fallen lassen. Festgehalten. Super. Stoß. Der Schiedsrichter pfeift ein Handspiel. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Ein Versuch der Balleroberung. Den Zweikampf. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Ein Strafstoß. Oh, da sieht man jetzt richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. Total souverän. So eine Chance, die lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und da kannst du auch als Profi mal weiche Knie bekommen. Er nicht. Super Flanke. Gehalten zunächst. Findet er die Lücke in der Mitte? Da wird er vom Ball getrennt.
er sich locker. Ja, da profitiert er vom guten Stellungsspiel. Sehr gute Flanke. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Ball getrennt. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Und da verfehlt er das Tor. Ja, aber normalerweise kannst du hier auch rodeln oder Schlitten fahren, aber nicht Fußball spielen. Viel zu viel Schnee hier auf dem Platz. Tja, und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man so frei vor dem gegnerischen Tor ist, dann muss man den machen. In der Mitte, da warten sie schon. Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Der Ball ist frei. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Greift er ihn an. Die Situation wurde geklärt. Ein herrlicher Pass. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Einen Eckball zur Folge. Kopfballchance. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Flanke. Jetzt hat der Schiedsrichter die erste Hälfte abgepfiffen. Da ist längst nicht alles so gelaufen, wie man das vorher erwartet hat. Das war schon eine schlimme Verletzung in dieser ersten Halbzeit, Buschi, aber das hat auch mit dem Wetter zu tun. Ja, und da ist es wirklich die Frage, Manni, ob man unter diesen Bedingungen auf diesem Untergrund überhaupt anpfeifen sollte. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Jetzt eine gute Flanke. Müsste Abseits sein, ja.
sorgt für keine Gefahr. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Sauber geklärt. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Sehr gute Flanke. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Jetzt greift er ihn an. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Spielen Sie die berühmte 1-1-8-Taktik. Alle Mann nach vorne. Also ich bin auch ganz überrascht. Ich wusste gar nicht, mit wie viel Offensiven man so ein Spiel gestalten kann. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch. Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Signalisiert, ich will auswechseln. Hier steht auch schon einer parat. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Unterstützung von den Kollegen. Zu früh gestartet. Abseits. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Können Sie die Flanke verwerten? Diese Flanke bringt keine Gefahr. Das sollte eine brutale Grätsche werden, aber es springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen. Aber das ist perfekt. Links ist jemand mitgelaufen. Nicht abprallen lassen, nicht fallen lassen. Festgehalten. Super. Die Schussstatistik, da fällt mir der Begriff Zielwasser. Ja, wir arbeiten an der Feinjustierung. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ein Ball, zwei Spieler. Wer kriegt ihn?
Ballverlust dieser Art dürfen sie sich einfach nicht erlauben. Da hat er abseits gepfiffen. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Achtung, jetzt! Gehalten zunächst. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin. Die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Einen Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Eine gute Flanke. Gefährliche Flanke. Jetzt sieht er ab. Im Haus, Eckball. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Und per Kopf. Und das ist die Chance. Latte! Es müsste jetzt Abstoß geben. So, das gleiche nochmal. Ecke. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Was für ein cleverer Pass. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Sah vielversprechend aus, aber hier ist jetzt erstmal Endstation. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß.
Buschi, die Fans, sie werden langsam etwas ungeduldig. Ja, und das ist jetzt ein ganz spannender Aspekt, denn das kriegen die Jungs da unten auf dem Platz natürlich mit. Die Zuschauer, sie murren. Die wollen besseren Fußball sehen. Da muss ich was tun. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Gucken Sie sich das an, das ist das Eckballverhältnis. Sauber geklärt. Grätsche geht ins Leere. Guck mal hin! Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Muss er ihn reinbringen. Können Sie die Flanke verwerten? Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Der Assistent entscheidet abseits. Ja, da liegt der Assistent genau richtig. Wir schauen noch mal hin, quasi wie mit der Lupe. Und Kompliment, junger Mann, gut gesehen. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Gute Flanke. Kann er diese Flanke verarbeiten? Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr, auch keine Verschlechterung, denn das Spiel ist vorbei. Jeder will sich profilieren, natürlich auch in einem solchen Freundschaftsspiel, und da verlierst du einfach nicht gerne. Ja, und das sieht man auch ganz deutlich, man muss nur in die Gesichter schauen. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.